Larry Ellison war früher echt ein Loser und die Partnerin, mit der er zusammen war, hat ihn verlassen, weil sie gesagt hat, du bist der Verlierer und ich will nicht mit einem Verlierer zusammenleben. Auf dem Weg von Frankfurt in die Karibik war ich am Frankfurter Flughafen in einem Zeitschriftenladen drin und habe mir für den Flug ein paar Magazine geholt. Unter anderem die Sonderausgabe von Forbes Billionaires. Hier sind alle Milliardäre aufgeführt, die es auf diesem Planeten gibt. Also Sonderausgabe. Ich zerpflücke Zeitungen immer, also das ist jetzt der Rest, den ich davon noch habe. Aber cooles Magazin. So, warum ist dieses Magazin cool? Warum ist dieses Video jetzt für dich wertvoll? Dietrich Mateschitz ist der reichste Österreicher. Also wir gehen direkt mal hier in Österreich rein. Guck mal, wie sieht es da aus. Österreich, Österreich, ganz weit vorne. So, in Österreich gibt es 9 Millionen Einwohner. 8 davon sind Milliardäre, Dollar-Milliardäre. Die Nummer 1 ist Dietrich Mateschitz. Dann kommen Johann Graf, Heidi Horten, Georg Stumpf, Wolfgang Leitner, Reinhold Geiger, Helmut Sohmen, Stefan Pierer. Ja, also das sind die Österreicher. Aber jetzt die Geschichte hinter Dietrich Mateschitz, der ein Vermögen hat von 23 Milliarden Dollar. 23 Milliarden Dollar. Dietrich Mateschitz war Marketingmanager in Thailand, ich glaube bei Procter & Gamble, in Thailand und hat dann die Tageszeitung in die Finger bekommen vor vielen Jahren und hat sich angeguckt, wer sind die reichsten Menschen in Thailand. Da gab es eine Liste. Und dann hat er geschaut, in welchen Branchen sind die, womit sind die so reich geworden. Und einer der reichsten ist so reich geworden mit einem Energy Drink, nämlich Red Bull. So, und dann hat er sich überlegt, unglaublich, mit einem Energy Drink wird der so reich, mit dem muss ich reden. Und ja, die Marke Red Bull, also der Name, der ist nicht von Mateschitz, sondern der ist von diesem Thailänder oder von dieser thailändischen Familie. Und diesen Energy Drink hat er auch nicht erfunden, sondern den gibt es schon lange in Thailand. Und er ist hingegangen, hat gesagt, Mensch, gib mir doch die Lizenzrechte für die Länder, die du nicht machst, also zum Beispiel Nordamerika, Europa. Und wir machen den Deal, 51% für dich und 49% für mich. Und wir werden alle zusammen mega erfolgreich und reich. So, der Thailänder ist auf diesen Deal eingegangen und es hat funktioniert. Heute kennt jeder Red Bull und heute hat Mateschitz 23 Milliarden Dollar Vermögen. So geil. Und da steckt etwas hinter, nämlich du musst das Rad nicht immer neu erfinden. Du kannst doch einfach etwas machen, was sich schon bewährt hat. Ich habe mal ein Interview gemacht mit einem, der bei Amazon sehr erfolgreich ist, mit Amazon FBA, Fulfillment bei Amazon. Und er sagt, eine ganz wichtige Regel ist, verkauf nichts, was es nicht schon auf Amazon gibt. Weil es wird einen Grund geben, warum es das nicht auf Amazon gibt. Und die Ableitung ist, warum willst du das Rad neu erfinden mit einer komplett neuen Geschäftsidee, von der du nicht weißt, ob es funktioniert? Wenn du doch die Möglichkeit hast zu schauen, die wirklich reichen Menschen, wie sind die an ihr Vermögen gekommen? Und das ist die Botschaft dieses Videos. Und jetzt möchte ich mit dir ein bisschen tiefer hier reingehen, dass du mal ein Gefühl dafür bekommst, was ist ein Milliardär? Nochmal zur Größenordnung. Eine Million, ein Millionär, den feiern wir ja schon. Aber ein Milliardär hat 1000-mal eine Million. 1000-mal eine Million. Boah, das ist so viel, so groß. Wie viele gibt es davon? Da gibt es hier auch eine Zahl. Es gibt weltweit 2208 Milliardäre. 2208. Das teilt sich auf Europa. In Europa gibt es 559 Milliardäre. 559. In Südamerika und in der Karibik gibt es 138. In Afrika und dem Mittleren Osten, also inklusive der ganzen Ölscheichs, nur 99 Milliardäre.
In den USA gibt es 585, also mehr als in Europa, 585 Milliardäre. Und in Asien 827. Also Asien hat die größte Anzahl an Milliardären. Jetzt schauen wir uns mal an, wie viel Vermögen haben die denn? Weil da kommt was Spannendes. Die Europäer haben zusammen 2,4 Trillionen Dollar Vermögen. Die Asiaten haben zusammen 2,8 Trillionen und die Amerikaner haben 3,1 Trillionen. Also, obwohl es da viel mehr Milliardäre gibt, haben die Amerikaner aber ein deutlich höheres Vermögen bei ihren Milliardären. Das ist ganz spannend. Also 2208, das ist cool. Jetzt nehmen wir mal Österreich, habe ich schon gesagt, das sind nur 8. Dann nehmen wir mal die Schweiz. Die Schweiz sind es 36 Milliardäre. Und Deutschland, was schätzt du, Deutschland? Deutschland hat 123 Milliardäre. 123 Milliardäre. So, jetzt kommt mein Frühstück. Ich will aber auf jeden Fall hier weitermachen und nehme dich einfach mal mit. Das hat noch einen anderen Vorteil. Okay. Das hat noch einen anderen Vorteil. Beim letzten Video, was ich in dieser Location gemacht habe, ist mir vorgeworfen, Dirk, das stimmt doch nicht, das ist der Greenscreen, das hast du doch alles nur gefaked. Und um den Beweis anzutreten, dass es nicht so ist, das ist nicht gefaked. Das ist hier so. Das ist das wahre Leben. So. Ich würde gerne noch reingehen. Na, warte, erst noch eine coole Geschichte. Ich habe das Ganze in einem Livestream auf Instagram erzählt. Die Geschichte mit den Milliardären. Und dann sagte jemand, Dirk, wann bist du denn auf dieser Liste? Da habe ich gesagt, ich werde nicht auf diese Liste kommen, weil es ist nicht mein Ziel, Milliardär zu werden. Außerdem, ich bin jetzt 50, da hätte ich früher anfangen müssen. Und während ich das noch sage, denke ich, was für ein begrenztes Mindset. Was habe ich da selber für ein dummes Mindset? Ray Kroc, der McDonald's groß gemacht hat und der auch als Milliardär dann abgetreten ist von diesem Planeten. Ray Kroc hat mit 51 oder 52 erst angefangen. Also, das ist eine Ausrede für jeden, der sagt, nein, ich bin zu alt, ich kann nicht mehr Milliardär werden. Das ist einfach nur ein begrenzender Glaubenssatz. Das ist Unsinn. Ja. Das Spannende ist, und jetzt, das ist, glaube ich, das größte Learning daraus. Ich habe das gelesen und habe dann mal 2-3 Tage darüber nachgedacht. Und ist es möglich, Milliardär zu werden? Ist es möglich, 1000-mal 1 Million Dollar oder Euro zu erwirtschaften? Versteuertes Vermögen. Und das Spannende ist, dein Kopf arbeitet ganz anders, wenn du dem den Auftrag gibst, was musst du tun, um Milliardär zu werden? Das Gleiche gilt, wenn du jetzt kaum Kohle hast und sagst, okay, ich möchte Millionär werden. Was muss ich tun, um Millionär zu werden? Dein Kopf denkt ganz anders. Gib deinem Unterbewusstsein den Auftrag, wie werde ich Millionär, wie werde ich Multimillionär, wie werde ich Milliardär? Und du musst ganz anders denken. Und das ist die eigentliche Übung dabei. Schau dir an, wie haben andere das geschafft? In welcher Zeit haben sie das geschafft? Wenn die Leute das geerbt haben, ist es natürlich keine Kunst. Ja? Aber die es selbst gemacht haben, so wie der reichste Mann, den wir aktuell haben auf diesem Planeten, Jeff Bezos, der hat alles selbst erarbeitet, der hat nichts geschenkt bekommen. Der ist volles Risiko gegangen mit Amazon. Und da gibt es noch ein paar andere von, die das auch so gemacht haben. Was haben die gemacht? Was sind die Muster dahinter, die du kopieren kannst, die du adaptieren kannst? Du musst das Rad nicht jedes Mal neu erfinden. Such dir die richtigen Vorbilder, analysiere deren Erfolgsmuster und setz die Sachen für dich um. So, jetzt würde ich dir gerne noch die 20 Reichsten vorstellen. Namentlich, was haben sie für ein Vermögen und wo kommen sie her?
Und das ist schon sehr, sehr spannend. Jetzt muss ich mir aber erstmal hier einen ordentlichen Platz suchen. Denn normal muss ich jetzt die Kamera aus der Hand legen. Also, ich nehme das hier. Okay. Ups. Jo, alles klar. Hält. Einen Moment. Hier wird nichts geschnitten. Das ist das wahre Leben. So. Passt. Also, die Top 20 sind Jeff Bezos von Amazon mit 112 Milliarden. Hammer. Bill Gates, 90 Milliarden. Warren Buffett, also Bill Gates ist klar, Microsoft, ne? Warren Buffett, Investor, 84 Milliarden. Bernard Arnault aus Frankreich mit 72 Milliarden. Mark Zuckerberg von Facebook, 71 Milliarden. Aus Spanien Amancio Ortega mit 70 Milliarden. Dann aus Mexiko Carlos Slim, 67 Milliarden. Und dann der Platz 8 wird zweimal aufgeteilt. Da gibt es zwei, die haben die gleiche Anzahl an Vermögen. Charles Koch und David Koch, jeweils 60 Milliarden. Larry Ellison von Oracle hat den Platz 10 weltweit mit 56 Milliarden. Und da gibt es ja auch eine geile Geschichte zu, nämlich Larry Ellison war früher echt ein Loser und die Partnerin, mit der er zusammen war, hat ihn verlassen, weil sie gesagt hat, du bist der Verlierer und ich will nicht mit einem Verlierer zusammenleben. Und dann hat er den Schalter umgelegt und hat gesagt, alles klar, dann werde ich jetzt erfolgreich, dann gebe ich jetzt Gas. Heute Nummer 10 der reichsten Menschen auf diesem Planeten. Ich weiß nicht, wie die Frau heute über Larry Ellison denkt. Nummer 11, Michael Bloomberg. 50 Milliarden. Larry Page und Sergey Brin von Google, jeweils 48 und 47 Milliarden. Jim Walton, Robson Walton, Alice Walton, alle drei sind von dieser Supermarktkette, ne? Die in Deutschland es ja nicht hingekriegt hat. Die haben jeweils 46, 46, 46. Jeder hat 46 Milliarden. Dann aus China Ma Huateng. Aus Frankreich François Bettencourt-Meyers, das ist die Tochter, die Mutter hat L'Oréal groß gemacht, ja, L'Oréal. Dann Indien, Mukesh Ambani und in China Nummer 20, Jack Ma von Alibaba. Jack Ma. So, das sind die 20 Reichsten. Nochmal. Hast du große Ziele? Die Ziele bestimmen unser Denken. Du musst einfach anders denken. Und das ist mein Tipp an der Stelle. Besorg dir vielleicht das Sondermagazin von Forbes, Forbes Billionaires, Ausgabe März 2018. Lies dir das durch. Es ist oft ein Augenöffner, ein großes Aha, wo ich denke, ups, ja, den kenne ich, aber womit hat er sein Geld verdient? Womit macht er jetzt sein Geld? Und das finde ich sehr, sehr, sehr cool. So. Ich hoffe, dass dir das weiterhilft. Und jetzt gehe ich zu meinem Frühstück. Und ich freue mich natürlich über deinen Kommentar. Und wenn du noch kein Abo dagelassen hast, dann spätestens jetzt, oder? Die Videos sind doch geil. Es sind mittlerweile über 600 Videos. Abonnier den Kanal, empfehle ihn weiter. Und viel Spaß beim Umsetzen. Lieben Gruß.